Die Medien sind zum aktuellen Zeitpunkt absolut voll davon. Und auch eure Kommentare gestern, da habt ihr euch eigentlich nicht wirklich mit einem anderen Thema auseinandergesetzt als mit der Insolvenz des Tourismuskonzerns Thomas Cook. Und das ist auch absolut nachvollziehbar und absolut in Ordnung, gar keine Frage. Gerade weil da gefühlt alle 5 Minuten irgendetwas Neues passiert oder irgendeine neue Nachricht veröffentlicht wird. Und weil halt auch jetzt zum aktuellen Zeitpunkt sehr viele spannende Punkte auch noch gar nicht abschließend geklärt sind. Dennoch war ich gestern hart enttäuscht darüber, wie respektlos einige von euch mir vorgeworfen haben, ich würde das Thema unter den Teppich kehren. Oder wie es denn sein kann, dass ich wenige Stunden nach Veröffentlichung der Insolvenznachricht noch keinen entsprechenden ausführlichen Beitrag darüber veröffentlicht habe. Glücklicherweise muss ich mich auf meinem YouTube-Kanal nicht für meine Themenwahl rechtfertigen. Und deswegen bin ich auch absolut zufrieden damit, dass gestern ein Video über den Flughafen Memmingen kam. Aber mir ist natürlich trotzdem absolut klar, worauf diese Kommentare gestern abzielen sollten. Aber die meisten von euch haben logischerweise auch verstanden, dass auch wenn mein Pilotenjob überhaupt nicht in direkter Verbindung mit diesem YouTube-Kanal steht, dass ich weder ein entsprechendes Statement, so wie es gestern gefordert wurde, dazu abgeben kann, noch ein entsprechendes Statement dazu abgeben darf. Und außerdem kann ich euch auch gar nicht mehr erzählen als das, was die offiziellen Meldungen der entsprechenden Unternehmen sagen. Denn das ist auch mein aktueller Stand. Und deswegen, wenn ihr euch für das Thema interessiert, dann möchte ich euch auch gerne auf diese Unternehmenskommunikation verweisen, beziehungsweise auf die Nachrichtenanbieter eures Vertrauens. Eine Sache kann ich euch aber sagen, und zwar, dass die deutsche Ferienfluggesellschaft Condor, genauso wie im Laufe des Tages jetzt hoffentlich auch wieder ihre Schwestergesellschaft Thomas Cook Scandinavia, mit gewohnter operationeller Stabilität weiterfliegt. Und genauso sicher und genauso pünktlich Passagiere in den Urlaub bringt wie zuvor. Und es liegt im Interesse aller Beteiligten, dass das auch so bleibt. Gut, und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Von Airline-Pleiten haben die meisten jetzt sicherlich erst einmal genug. Sei es Passagiere, sei es Mitarbeiter, alle Leute, die damit irgendetwas in irgendeiner Form zu tun haben. Es muss jetzt halt einfach nicht mehr sein. Aber mit Thomas Cook geht jetzt erst einmal nicht nur eine Airline in die Insolvenz, sondern vor allem einer der größten und der älteste Reiseveranstalter der Welt, welcher oft auch als Erfinder des Pauschalurlaubs betitelt wird. Fast 180 Jahre Unternehmensgeschichte ging jetzt damit in der Nacht von Sonntag auf Montag in das letzte Kapitel. Und das, nachdem Monate zuvor bekannt geworden ist, dass dem Unternehmen mit weltweit über 20.000 Mitarbeitern jetzt bald mal das Geld ausgehen könnte. Wenn man das Thema etwas genauer verfolgt, dann merkt man auch schnell, dass Geld beim Reiseveranstalter in den letzten Jahren schon häufiger mal ein wirklich großes Thema war und dass man jetzt im Februar 2019 auch nicht das erste Mal darüber nachgedacht hat, gewisse Unternehmensteile, wie eben zum Beispiel die eigenen Fluggesellschaften, zu verkaufen. Und trotzdem, jährlich sind mit Thomas Cook und den eigenen Fluggesellschaften fast 20 Millionen Menschen in den Urlaub gekommen. Aber gut, Februar 2019 ist, glaube ich, schon mal ein ganz guter Stichpunkt, denn da hat der Reisekonzern Thomas Cook jetzt in dieser ganz aktuellen Geschichte, die sich jetzt bis zur Insolvenz steigerte, erstmals wieder groß auf sich aufmerksam gemacht. Aufgrund der Tatsache, dass man, um an Geld zu kommen, für eigene Investitionen die eigenen Fluggesellschaften zum Verkauf gestellt hat. Unter dem Dach der Thomas Cook Group hängen neben einigen weiteren Unternehmen, darunter auch einige deutsche Unternehmen wie zum Beispiel Neckermann oder Öger Tours, eben diese 5 Fluggesellschaften. Das ist Thomas Cook UK in Großbritannien, vollkommen klar, Thomas Cook Scandinavia, dann die deutsche Ferienfluggesellschaft Condor und auch die aus der Air Berlin Pleite entstandene Thomas Cook Aviation sowie Thomas Cook Balearics. Wobei die beiden letzten Fluggesellschaften beide zum aktuellen Zeitpunkt ausschließlich für Condor hier in Deutschland unterwegs sind. Diese 5 Fluggesellschaften sind mittlerweile nicht nur über ihre Lackierung miteinander verbunden, sondern auch intern laufen sehr, sehr viele Ressourcen irgendwo zusammen. Sehr viele Ressourcen werden gemeinsam genutzt, man nutzt Synergieeffekte und deswegen darf man sich das auch nicht so vorstellen, als hätte Thomas Cook im Februar 2019 einfach mal diese 5 Fluggesellschaften zum Verkauf angeboten und der sich eben dafür interessiert, kann sich die beste daraus picken und die dann einfach mit nach Hause nehmen, sondern es ging hier in erster Linie um den Verkauf eines Airline-Verbunds. Mehr müssen wir dazu aber höchstwahrscheinlich auch gar nicht sagen, denn als das Thema wirklich aktuell war, haben wir da schon sehr ausführlich drüber geredet. Wichtig ist jetzt für den weiteren Verlauf nur, dass man das eben versteht, dass Thomas Cook nicht eine Fluggesellschaft ist, sondern dass Thomas Cook, die Thomas Cook Group, ein großer Konzern ist, der aus einem Reiseveranstalter, aus weiteren Unternehmen, aus weiteren Reiseunternehmen und eben diesen 5 Fluggesellschaften besteht.
Aber so zustande gekommen ist der Verkauf der Fluggesellschaften dann ja jetzt sowieso nicht. Denn im Juli 2019 legte Thomas Cook den möglichen Airline-Verkauf erst einmal auf Eis und präsentierte dann einen groß angelegten, sehr aufwendigen Rettungsplan, der neben vielen weiteren Punkten auch aus einer großen Beteiligung des chinesischen Mischkonzerns Fosun bestand. Das ist ein riesiger Konzern, der an verschiedensten Unternehmen überall auf der Welt in verschiedensten Bereichen zu verschiedenen Prozentwerten beteiligt ist. Und ohne jetzt auf irgendwelche Details einzugehen, hätten hier vor allem 900 Millionen Pfund dafür gesorgt, dass der chinesische Mischkonzern Fosun, der zum aktuellen Zeitpunkt schon 18% der Thomas Cook besaß, jetzt einen Mehrheitsanteil am Reiseveranstalter hätte übernehmen können und dann noch einen geringen Prozentsatz von den Fluggesellschaften bekommen hätte. Der Mehrheitsanteil der Fluggesellschaften, der wäre hingegen in Richtung Banken gewandert, die sich dann sicherlich für einen zügigen Weiterverkauf oder für einen anderweitigen Deal interessiert hätten. Auch wenn das jetzt an der Stelle etwas unübersichtlich wird, wäre hier über Umwege noch immer die Trennung des eigentlichen Reiseveranstalters von den Fluggesellschaften das Ziel gewesen. So ist es jetzt aber ja nie zustande gekommen. Der Deal hat so nicht funktioniert und damit kommen wir jetzt zu den letzten Tagen. Eine Auflage seitens der Bank verlangte jetzt vom Konzern kurzfristig zusätzliche 200 Millionen Pfund, um den Fortbestand der Fluggesellschaften auch über einen etwas längeren Zeitraum sichern zu können. Lange Rede, kurzer Sinn, das Geld gab es nicht, der Deal musste dann in der Nacht von Sonntag auf Montag für gescheitert erklärt werden und am frühen Montagmorgen hat der Tourismuskonzern Thomas Cook bereits ein Konkursverfahren eingeleitet. Und jetzt wird es erstmal wieder ein bisschen kompliziert, jetzt muss man erstmal ein bisschen sortieren und darf das eben nicht alles in eine Schublade packen. Thomas Cook meldet Insolvenz an, betroffen ist davon das Veranstaltergeschäft, sowie auch, wie es dann die britische Luftfahrtbehörde am Montagmorgen mitteilen musste, die britische Fluggesellschaft Thomas Cook UK mit ihren fast 50 Flugzeugen. Diese sind mittlerweile alle am Boden und die knapp 9000 Mitarbeiter der Thomas Cook in Großbritannien werden es wohl auch nicht schaffen, diese Maschinen wieder in die Luft zu bekommen. Thomas Cook Scandinavia blieb gestern ebenfalls nichts anderes übrig, als die etwas mehr als 10 Flugzeuge und mehrere hundert Mitarbeiter erst einmal am Boden zu lassen. Heute hat man wieder einige Flugzeuge in die Luft bekommen und man hat sich mittlerweile auch dazu entschieden, alles dafür zu geben, dass das auch erst einmal so bleiben kann. Ganz ähnlich ist es bei der Deutschen Condor, bei Thomas Cook Balearics und bei Thomas Cook Aviation, die wie gesagt zum aktuellen Zeitpunkt beide ausschließlich für Condor unterwegs sind und damit unter einer DE-Flugnummer, also unter einer Condor-Flugnummer fliegen. Bei all diesen drei Fluggesellschaften wurde in den letzten Tagen zu keiner einzigen Sekunde der Betrieb auch nur in irgendeiner Form eingestellt. Stattdessen wird dort weitergearbeitet und die Passagiere werden genauso zuverlässig wie sonst auch von diesen Fluggesellschaften sicher und pünktlich in den Urlaub gebracht. Mit einer Einschränkung, und zwar können zum aktuellen Zeitpunkt aufgrund der Insolvenz über Thomas Cook selbst gebuchte Gäste nicht mit Condor transportiert werden. Das soll natürlich nicht so sein, das ist sehr unangenehm und dafür gibt es hoffentlich auch bald eine entsprechende Lösung. Und damit hat man jetzt, allerdings ganz vorsichtig gesagt, tatsächlich ja das erreicht, was man eigentlich von Anfang an erreichen wollte, und zwar hat man den Reiseveranstalter von seinen Fluggesellschaften getrennt. Das jetzt aber natürlich überhaupt nicht so, wie man das geplant hat, sehr chaotisch und auch überhaupt nicht sicher. Denn das, was jetzt kommt, wird natürlich nicht einfacher. Condor hat beispielsweise für die Sicherung der täglichen Operation einen sogenannten Übergangskredit bei der Bundesregierung beantragt und bekommt dafür auch von vielen Seiten mittlerweile Unterstützung, beispielsweise vom Land Hessen. Und auch wenn wir da als potenzielle Passagiere erst einmal nur zuschauen können, eine Kleinigkeit gibt es vielleicht doch, die wir machen können, und zwar gibt es im Internet mittlerweile eine Petition. Und die kann man ganz einfach unterschreiben, indem man seinen Namen und seine E-Mail-Adresse angibt. Und ich weiß, dass ich mich hier auf einige tausend von euch verlassen kann. Deswegen erster Link in der Beschreibung und dann lasst uns mal zeigen, wie viele wir sind. Und für alles Weitere in dieser Hinsicht möchte ich nochmal auf die unternehmenseigene Kommunikation nach außen hin hinweisen. Wie gesagt, dort werden Fragen beantwortet, auch wenn ihr betroffen seid. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wie komme ich morgen oder übermorgen in den Urlaub, mein Flug hat eine Condor-Flugnummer, fliegt der auch wirklich und so weiter. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann wendet euch an die Unternehmen über ihre Social-Media-Kanäle beispielsweise. Dort werden Fragen beantwortet und dort wurden auch schon einige wichtige Fragen beantwortet. Währenddessen läuft aus Großbritannien heraus eine groß angelegte Rückholaktion. Man konnte ja mittlerweile aus verschiedenen Airline-Pleiten, wie beispielsweise der von Monarch Airlines vor knapp 2 Jahren lernen und sich dann entsprechend auf die ganze Nummer jetzt vorbereiten, hat ja gewisse Flugzeuge organisiert, darunter beispielsweise auch ein Malaysia Airlines Airbus A380, der jetzt quasi europäische Urlaubsrückflüge durchführt, oder auch der Highfly Airbus A380, der ist da auch mit dabei, war soweit ich weiß gestern schon mal auf Palma unterwegs und hat dort Gäste zurückgeholt.
zurückgeholt, denn zum aktuellen Zeitpunkt sind knapp 150.000 Gäste, die mit Thomas Cook aus Großbritannien heraus in den Urlaub geflogen sind, von der Insolvenz betroffen. Und ich hoffe, damit haben wir jetzt schon mal ein bisschen Ordnung in die ganze Sache reingebracht. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch dabei. Und wie gesagt, ich sage es gerne nochmal, wenn ihr Fragen habt zu eurem Urlaub, zu euren Flügen oder wenn ihr euch einfach ganz generell für die weitere Entwicklung dieser Thematik interessiert, weil da wird jetzt in Zukunft natürlich noch ein bisschen was passieren, dann schaut auf den offiziellen Kanälen der entsprechenden Unternehmen vorbei. Da steht immer das, was aktuell ist und vor allem steht da kein Müll. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dann, lasst es euch gut gehen und tschüss.